Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Splinter Cell Conviction. So, im letzten Part haben wir hier ja erfolgreich das Hauptquartier von Third Echelon verlassen. Unter Mords getötet. Jetzt darf ich hier nicht mal nochmal hier vorgucken oder was? Hier darf ich nicht lang gehen. Was? Leertaste springen? Wohin denn? Wohin will man dann da springen? Na, macht er eh nicht. Okay. Wir sollen ja hier das Lagerhaus infiltrieren. Da haben wir ja auch so ein paar Gegner platt gemacht. Und jetzt, ja, gucken wir mal, wie wir da am besten reinkommen. Gucken wir erstmal hier drunter durch. Gut, hier scheint nichts zu sein. Nein, wollte die Tür jetzt eigentlich noch. Lassen wir es mal offen. Wollte eigentlich gucken, ob hier vielleicht sonst noch was ist. Aber überall, wo was ist, kommt ja dann meistens so eine Information, dass da was ist. Okay, ich schätze mal, hier werde ich dran klettern können. Bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee ist, durch diese Tür da einfach reinzugehen. Hier scheint es ja jetzt wohl wirklich auch mehrere Wege zu haben. Gut, ich gucke jetzt erstmal kurz durch diese Tür, mal gucken, was es hier sonst noch hat. Okay. Holla die Fee. In ein paar Minuten geht's schon los. Gut, irgendwas testet die da. Und jetzt kletter ich mal hier hoch. Sammy, Bird. Sei ein braver Spion. Gut. Klettern wir mal hier rein. Was steht da? Wissenschaftler finden. Ach du Schande, schon wieder. Schon wieder Wissenschaftler. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir da an den ganzen Typen hier jetzt vorbeikommen. Über dieses Rohr vielleicht. Ohne auch nur in geringstem Maße entdeckt zu werden. Das wäre doch mal was. Irgendeine Ahnung, wie es läuft? Le Flore sagt, dass ihr Weißkittel noch. Ja, von daher denke ich mal, war es gut, da oben reinzugehen und nicht durch diese Tür. Also diese Tür dann einfach mal links liegen zu lassen. War wohl gut. Nur, wenn ich mal so betrachte, da komme ich auf jeden Fall dann wieder runter. Muss ich in das Räumchen da hinten rein oder muss ich da wohl noch woanders lang? Gut, ich möchte diesen da. Was haben wir hier? Haftkamera, Annäherungsmine. Irgendwas vielleicht, was mal. Ja, Sam ist gut. Was man vielleicht mal benutzen könnte, um diese Balls da ein wenig abzulenken. Gucken, ob ich da rüber. Nein, Sam geht nur hoch und runter. Schade. Gut, aber oh man, würde ich so gerne. Fischer hat wohl eine Menge Spinnen. Er sollte sich nicht hier blicken lassen. Nicht nach der ganzen Scheiße beim Labor. Scheiße, ich dachte, da könnte ich durch. Ja, super. Sam geht halt mal nicht in irgendeine Deckung. Was ist denn los mit die. Gut. Position des Ziels unbekannt. Gut, mich juckt's nicht. Ich hau es einfach nochmal ab. Geh nochmal drumherum. Und kletter da nochmal hoch. Komm. Schneller. Du kannst doch schneller machen. So, ich habe überhaupt keine Lust, mich mit denen groß anzulegen. So, dann machen wir es halt nochmal. Ein Sam. Jetzt. Scheiße, sieht überall nach. Ich hoffe mal, sie leuchten jetzt nicht nach oben. Da würden sie mich nämlich dann doch sofort finden. Alles ruhig. Keine Spur von der Zielperson. Ach. Ich kann hier tatsächlich auch schneller und langsamer machen.
Sehr interessant. Ziel noch immer nicht in Sicht. Hoho. Was glaubst du, wie ich froh bin, dass das so ist? Keine Spur vom Gegner. Weitersuchen. Hier rührt sich nichts. Vielleicht ist er längst tot. Wachsam bleiben. Ja, wachsam sind die natürlich jetzt, die Jungs hier. Na, dann bleib schön da oben hängen. Wir wollen ja jetzt doch... Meine Güte. Ich wollte die Jungs ja eigentlich überhaupt nicht aufschrecken. Jetzt sind die natürlich alle richtig... Was ist denn... Was ist denn das eigentlich? Kann ich da rüber... Wo der gerade reinleuchtet, daneben. Da würde ich gerne unten rein. Da könnte es sein, dass man da unten drunter auch relativ unentdeckt rumklettern kann. Fischer läuft hier frei rum, Leute. Macht ihn fertig. Toll, jetzt sind da mal drei weg. Und ja, kaum 10 Sekunden später sind wieder zwei andere da. Beziehungsweise der eine kam ja schon. Wie die anderen weg sind. Keine Spur vom Gegner. Wäre ja eigentlich echt mal ganz nice. Nein, ich will jetzt keine Leute abschießen. Ja, da liegt... Da liegt... Da steht... Wir müssen ihn vor der Explosion auch einer. Ausschalten. Zum Glück habe ich jetzt hier keinen Timer, der runter tickt. Das würde die ganze Sache hier noch ein wenig prickelnder machen. Ich würde gerne da unten rein. Ich denke mal, vielleicht könnte ich da unten drunter durch bis da hinten hin. Schade, dass ich das jetzt erst sehe. Mit den Dingern unten. Ich will aber jetzt erst runter, bis die Gegner mal nicht so dicht bei mir sind, dass sie mich eventuell sofort entdecken würden. Meine Güte. Gibt's hier halt... Sieht jemand das Ziel? Oh Mann. Komm. Komm. Lass dich fallen, lass dich fallen. Oh. Wir finden ihn schon. So wollte ich das jetzt, aber ja. Bleibt wachsam, sagen wir es mal so. Gebracht hat es mir jetzt. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Weiß herzlich jemand, wo er wenig. Huhuhuhu. Fischer läuft hier frei rum. Scheiße, Leute! Wir stehen kurz vorm Krieg und der verarscht uns! Kannst die Person nicht sehen? Meine Fresse. Die gucken aber auch andauernd überall rum. Kein Kontakt! Ziel gesichtet! Och, komm schon. Aber auch jede noch so kleine. Nach unten, wir gehen rein. So ein Mist, komm. Gehst du jetzt mal da hoch? Okay. Da musst du doch hin, oder nicht? Lade da. Kontakt im Kontrollraum. Es muss natürlich hier entlang sein, ne? Ja, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Vor allem die Geschichte von wegen, ja gut, jetzt darf ich alles nochmal von vorne anfangen. Aber so die Geschichte von wegen, dass man da nicht hochspringen kann, wo man da eindeutig da lang muss und dieses Rohr benutzen muss. Also, ja, für mich hat das eher so ausgesehen, als könnte man da, als dürfte man da hochklettern können. Nein, Sam! Warum geht das? Das ist nur kurz da immer wieder, dieses Hochspringen. Komm, mach hin. Was? Knicklichter können nicht zerstören. Was? Okay. Hab jetzt nicht ganz gelesen. Ja, gut. Wollen wir sie mal nicht gleich aufschrecken? Die Jungs. Junge, was ist mit dir? Entscheide dich, wohin? Geh mal erstmal hier runter. Gut.
Weißt du ja. Wie ist das am Flughafen ausgegangen? Na, ja, wir gehen mal lieber ein bisschen langsamer. 45 Tote und 15 Schwerverletzte. Und. Aha. Er sollte sich nicht hier blicken lassen. Nicht nach der ganzen Scheiße beim Labor. Na, ich vergesse immer, dass ich hier. Leertaste drücken muss, um zu klettern. Teste jetzt Beta. Da kletterst du jetzt auch nicht so ganz. Na, super. Test war erfolgreich. Das ist Fischer! Oh, Scheiße! Man hat immer wieder nur so, so wenig Zeit, um zu reagieren, dass man da eben nicht entdeckt wird. Ziel in Sichtweite! Na, komm schon. Du kannst nicht sofort mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war wieder unterste Schublade. Es ist richtig unterste Schublade, was ich jetzt hier gerade wieder abliefere. Meine Güte. Vor allem, Mann. Es ärgert mich halt jedes Mal, wenn ich entdeckt werde und muss komplett von neuem beginnen. Das ärgert mich so dermaßen und mich ja, komm schon. Was mich ja noch viel mehr ärgert eigentlich ist. Was dann an der ganzen Sache noch viel mehr ärgert ist. Dass man einfach so richtig scheiße schnell. Ach, Knicklichter können nicht zerstört oder deaktiviert werden. Ja. Relativ uninteressant jetzt erstmal. So. Nein. Och, Sam. Kannst halt mal. Bla. Nein, ich möchte das jetzt auf. Biegen und Brechen hier hinkriegen. Auch. Meld eine Person! Ohne. Kannst du den mal. Och, nö. Nein, natürlich nicht. Och, komm schon. Ich krieg das jetzt hier auf Biegen und Brechen. Auf Stealthen. Ohne diese Leute aufzuschrecken. Ohne einen davon zu killen. Und wenn's zwei Parts dauert. Ich mache das jetzt. Jetzt warten wir halt erstmal wieder auf den Ladebildschirm. Und diesmal mag er scheinbar wieder ein wenig länger dauern. Oh. Doch nicht gar so lang. Ich wollte gerade den Ladebildschirm Anreiz geben, ein wenig kürzer zu dauern. So. Spring hoch. Und kletter da lang. Meine Güte. So. Was mich ja vor allem ärgert, ist so. Man steckt viel Zeit rein, darin das so hinzukriegen. Und wegen einer Kleinigkeit klappt es am Ende dann doch nicht. So, den da habe ich jetzt hier erwähnt. Und dann ist ja auch noch der da, der dann sofort wieder zurückkommt. So, der läuft jetzt da weg. Und der ist da. Dann dürfte das doch jetzt so klappen. So. Das ist jetzt eine gute Frage. Die letzte Meldung lautet 46 Tote und 15 Schwerverletzte. Und 28 Millionen Dollar Sachschaden, wenn man die ganzen kaputten Gebäude dazu rechnet. Verdammt. Zur kompletten Kameraansicht wechseln, wählen Sie. Nicht nach der ganzen Scheiße beim Labor. Was für ein. Scheiß drauf. Wie viele von deinen Kameraden hat der Arsch umgelegt? Wie viele sind nötig, bis du mal sauer wirst? Teste jetzt Beta. Mit Q markieren Sie Gegner und Gegenstände. Was kann ich für Gegenstände markieren hier, bitteschön? Okay, Haftkamera sprengen. HK-Sicht verlassen, Geräusch abgeben. Ich muss mal was überprüfen. Sekunde! Okay, was? Sei vorsichtig. Teste jetzt Beta. Hat nicht so funktioniert. Oh, die sind auf jeden Fall mal da weggegangen jetzt. Sieht ruhig aus. Gehen wir weiter. Sieht gut aus.
Der will doch jetzt nicht hier runterleuchten, oder? Bevor er es jetzt hier macht, gehe ich lieber mal da weg. Wir sollen sicherstellen, dass er nicht im Reservoir ist. Gehen wir mal da hinten lang. Sprengst du halt mal? Hier ist nichts. Moment, irgendwo haben wir doch den... Mobilen EMP. Wiederhole, nichts zu melden. Bleibt wachsam und meldet alles, was euch ungewöhnlich erscheint. Test von Alpha beginnt. Wachsam bleiben. Meldet euch, wenn ihr was seht. Test war erfolgreich. Kein Kontakt. Meine Güte. Kein Kontakt. Alles ruhig. Ich komme mich echt... teilweise veräppelt vor. Hier ist weder Fischer noch irgendein anderer Gegner. Halt Prentice auf dem Laufenden. Kein Kontakt, kein Kontakt. Wachsam bleiben. Test war erfolgreich. Nichts zu melden. Teste jetzt Beta. Mist, Mann! Scheiße! Ziel muss... Scheiße! Beginnt mit der Überprüfung der Leuchtmittel. Komm, mach hinne. Mach hinne, Sam. Wir haben es geschafft. Boah. Holla die Fee. Wenn ich jetzt keinen Speicherpunkt hier krieg, dann weiß ich es auch nicht mehr. So. Ich muss mich kurz mal aufsetzen. Weiter runter. Ja, Speicherpunkt. Juhu. Und ich habe es geschafft, das hier hinzukriegen, ohne irgendeinen zu alarmieren hier. Ohne einen zu töten und so weiter und so fort. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das weiterhin so hinkriegen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wirklich weitermachen, könnte ich hier ein kleines Päuschen vertragen. Das heißt, das war's für den Part und im nächsten geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.